Jo, da sind wir wieder bei Zelda Parallel Worlds. Und ihr fragt euch sicher, warum bin ich denn jetzt hier schon? Ja, also wie gesagt, ich bin halt den ganzen Weg nochmal gegangen da hinten, bla bla. Haben mir diesen großen Schlüssel da oben geholt. Und hab unterwegs mal diesen einen Wächter getötet, an dem ich letztes Mal gestorben bin. Und der hat mir einen Schlüssel gegeben. Und den setzt doch mal direkt hier ein. Oh, Jesse. Wie bist du hergekommen? Und auch noch ohne Waffen. Oh, ich bin kaputt. Hier, ich habe mein Schwert und mein Schild. Nimm es und geh runter und rette dieses Mädchen. Sie weiß nichts über den Tower. Sorge dich nicht um mich. Geh, Jesse. Finde das Geheimnis des Parallel-Towers. Ja, ja, ja. Ich habe ein Schwert. Oh. Rache. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, nächster. Komm her. Komm her, du musst auch noch sterben. Na gut, dann darfst du heute mal leben. Jo, wir haben endlich ein Schild und ein Schwert. Oh Gott, wie geil sich das anfühlt, sich wehren zu können. Ja. Mal gucken. Wie weit komme ich denn jetzt so? Ja, komm her. Komm her. Ja, komm du auch her. Komm, ich töte dich. Ja, haha. Es fühlt sich so schön an, dich zu töten. Darf ich dich mit meinem Schwert penetrieren? Danke. Ah, ja. Endlich habe ich eine Chance, hier zu überleben. Ich habe ein Schwert. Ein mächtiges Schwert. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Außer sterben. Hey! Nicht einfach abhauen. Moment, wie hebt man das nochmal auf? Ach so, ja. Komm, habe ich ein Schwert, schon vergesse ich, wie alles andere funktioniert. So, au. Hey. Angreifen verboten. Gut, und jetzt müssen wir nach oben wieder. Denn da habe ich beim letzten Mal eigentlich was recht Offensichtliches übersehen. Da war ja noch eine, da wo wir den allerersten Schlüssel gefunden haben, im Weinkeller. Da war ja auch noch so eine Tür, wo ich noch hin konnte. Bin ich aber irgendwie nicht. Das ist mir erst aufgefallen, als ich meine Videos durchgeguckt habe. Und sehe, Moment, da ist eine Tür. Warum bist du da nicht hingegangen? Gut, dann gehen wir jetzt dahin. Komm her, ich muss euch alle töten, als Rache dafür, was... Aua, ihr mir aua angetan habt. Verpiss dich. Schöne Rache. Wow, du wolltest mich angreifen. Ich hab's doch genau gesehen. So, komm, gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Danke. Und auf geht's. Weiter in die Richtung. An allen Gegnern vorbei, die ich aber jetzt noch töten kann, meinte ich. Ey, hallo. Hau nicht ab, ich will dich töten. Ich will jeden töten, den ich hier sehe, als Rache dafür, dass ihr mich getötet habt. Gut, da wollen wir hin. So, und ich habe ja gesagt, diesmal... Also, ich habe es nicht gesagt, aber auf jeden Fall werde ich jetzt ein paar mehr Safe States benutzen. So. Ja, komm her. Verdammt, zwei auf einmal, das ist unfair. Ja, das ist unfair. Ihr cheatet. Zwei auf einmal ist unfair. Vor allem, wenn sie von verschiedenen Seiten kommen. Ja, komm her. Okay, das war doof. Huah! Hahaha. Moment, ich kann... Ach, ich kann die Wirbelattacke auch direkt. Wundervoll. Naja, da scheint nichts zu sein. So, schieb. Link? Jesse? Und nu? Hallo? Habe ich was übersehen? Moment, da ist eine Tür. Ah, da. Ja, ich sollte mich immer ein bisschen umgucken. Schlüssel! Wofür eigentlich noch? Gute Frage. Die Tür kann ich nicht wegschieben. Wofür brauche ich den Schlüssel jetzt gerade? This is a good question. Gute Frage. Nächste Frage. Wo brauche ich einen Schlüssel? Hier ist nix. Hier ist nix. Ich muss irgendwie da unten in den Keller, um
jemanden zu retten. Nee, ich habe keinen großen Master Key oder was auch immer für einen Key, nicht. Gut, dann wollen wir nochmal runter in den Keller nochmal gehen und uns ein bisschen umgucken. Da ich anscheinend da oben noch nicht weiter kann. Und wen ist hier noch irgendwas? Nö. Zack. Irgendwo wird sich schon was finden. Lalala, ist es so schön, töten zu können. Aua! Fiese Stachel. Hat mir ein ganzes Herz ab... Was? Betrug! Ich wittere Betrug! Sterbt! Weg, 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 weg! Ich wittere Betrug. So, komm, geht schneller. So. Hoppala. Nein, nein, offen lassen. Ja, komm her. Du bist wirklich schnell, weißt du das? Du tust mir weh, weißt du das? Wow, wow, wow. Weg. 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 Hey. Cheaten, nicht cheaten. Okay, ich kann die Dinger nicht mit dem Schwert nehmen. Gut zu wissen. So, da oben war nur der Opa. Hm. Wow. Nein. Ach, Link. Jesse. Dreh dich richtig rum. Mano. So, jetzt runter in den Knast. Ah, Moment, stimmt ja, da rechts könnte ich eventuell weiter, wenn ich alle Gegner besiege. Oder? Ich weiß nicht. Probieren wir es mal aus. Wir brauchen einen Schlüssel. Wow, 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 wow. Ja, komm her. Ja. Noch einmal. Okay, noch nicht einmal. Jetzt aber noch einmal. Okay, immer noch nicht, aber jetzt einmal noch. Jetzt habe ich daneben gehauen. Hallo, stirbst du mal? Na, endlich mal. Ja, da kann ich weiter. Was ist hier? Noch mehr Gegner. Und da brauche ich den Schlüssel. Und wozu ist das jetzt da? Okay, mal kurz einen Save und weiter geht's. Wow, 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 wow. Und wieder. Voll! Yay. Ich finde, das läuft gut. Ah, da oben ist er doch. Oh, lol, lol, lol. Weg, 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 weg. Na, na, na. Autsch, das tat weh. Moment. Mach's mir einfacher. Hi. Tschüss. Haha. Wow, Herzen. So viele. Was passiert? Hi, Zelda. Danke, dass du mich rettest. Jesse. Was, woher weißt du meinen Namen? Hör zu, ich weiß, ich kenne das Geheimnis über den Turm. Ich glaube, der Gebieter ist versucht, die Kraft zu kriegen, die auf der Spitze des Turmes ist. Verstehst du es? Jo. Dann lass uns gehen, bevor noch mehr Soldaten kommen. Okay. Dann wollen wir doch mal gehen. Jo, komm mit. Folge mir, unauffällig. Obwohl, wenn ich hier mit einer Prinzessin rumlaufe, die vorher noch die Gefangene war, ist das unauffällig? Sind die ganzen Gegner jetzt weg, weil ich sie getötet habe, oder weil sie wirklich weg sind? Die müssen doch irgendwann hier wieder respawnen, oder nicht? Nö, die sind weg, weil ich sie getötet habe. Hat sich doch bezahlt gemacht, den... Angsthase. Ah, weil ich es gesagt habe, kommst du wieder zurück. Ha, das hast du davon. Tatsache, die sind alle weg, weil ich sie getötet habe. Hat sich gelohnt, hier den Weg sauber zu machen. Komm, lass uns verschwinden. Ich habe hier alle schon aus dem Weg geräumt, außer den da, denn der muss jetzt sterben.
So. Nimm noch die Treppe hoch. Ach, jetzt sind sie plötzlich wieder da. Oder waren sie vorher schon auch die ganze Zeit da und ich habe sie nur nicht gesehen? Wow, 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 komm mir nicht zu nahe, Kerlchen. So. Gott safe und weiter. Jo, es läuft gut diesmal ausnahmsweise. Solche Erfolgsgefühle hatte ich ja noch nie bei Zelda hier. So, jetzt geht's wieder raus in den Regen.